Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Brüder und Schwestern. Willkommen in der Ar-Rahman-Moschee. Heute wieder Rashid, euer Gastgeber. Ein kleines Häppchen für euch wieder zu Ramadan. Und zwar sollten wir uns während Ramadan, während des Fastens, nicht nur von Essen und Trinken fernhalten, sondern auch vor Sünden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der lügt, also schlechtes Gerede hält, lästert oder ähnliches, und entsprechend handelt, also sündhaft handelt, der braucht nicht zu fasten. Dessen Fasten braucht Allah nicht. Er sagt uns also ganz klar, dass wenn du sündigst, entsprechende Handlungen begehst und lästerst oder lügst, dass Allah dein Fasten nicht braucht. Das ist der Grund, weshalb auch viele Gelehrten sagen, dass wenn du lästern, lügst oder große Sünden begehst, dass dein Fasten ungültig sein kann. Von daher, lass uns also nicht nur unseren Magen fasten, sondern auch unsere Seele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.